Schuhe fahren? Wenig Schuhe. Bilateral mit Höhengewichten, ja. Sondern versuchen wirklich das auszubalancieren. Weil du siehst, wenn du bringst dann so viel Leistung auf beide Seiten, deine Seite kann es verheben und die andere Seite kann es weniger gut. Deswegen müssen wir das ausgleichen. Das ist, ich denke, sollte erste Priorität sein, jetzt für die Zukunft das zu machen. Ja, ich bin das Krafttraining gemacht mit viel Gewicht und Squats und so. Nie so schnuffe ich jetzt. Krafttraining am Morgen. Ein gutes Training gewesen, gut den Tag gestartet. Wieder mal mit Nate. Ich bin immer noch im Aufbau, ich merke immer noch ein paar Übungen, noch nicht gut. Es geht nicht mehr lang bis zur EM. Aber es geht Schritt für Schritt besser und es war ein guter Reiz heute. Immer noch geduldig sein und daran glauben. Weiter geht's. Jetzt gehen wir zu meiner Schwester. Ich will essen. Aber es nervt ein bisschen. Ich merke es immer noch. Es schränkt mich und ich kann noch nicht rennen. Und versuche positiv zu bleiben. Aber wenn du es bei jedem Schritt merkst, kannst du es nicht ausblenden. Aber es ist, wie es ist. Ich muss einfach rennen. Wenn ich rennen kann, ist alles möglich. Es kommt schon. Geduld. Gute Woche. Gut, dann wünsche ich. Danke, Mann. Tschüss. Achtung. Gute Woche. Gleichfalls. Stunde, bis wir zu Zürich sind. Im Hintergrund ist der Einlaufplatz, wo alle Athletinnen und Athleten sich vorbereiten, kurz vor dem Wettkampf. Der Karim natürlich normalerweise auch, leider in diesem Jahr nicht. Aber das ist eigentlich dort, wo er in den Fokus hineingeht, das ist dort, wo er sich konzentriert, das ist dort, wo man sich natürlich auch körperlich vorbereitet. Viele, ihr werdet es nachher sehen, wahrscheinlich mit Kopfhörern, Musik ist natürlich ein grosses Thema für viele, um sich zu konzentrieren. Die einen sind miteinander am Reden, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und von da geht es nachher in den sogenannten Call Room. Vor dem Wettkampf muss man sich dort melden, damit man nachher reingeführt wird. Also die letzte Vorbereitung auf so ein grosses Meeting, das passiert hier. So, was passiert jetzt als nächstes? Es ist eine Athletenpräsentation. Wir werden internationale Athleten und vor allem Schweizer Athleten vorgestellt. Das ist immer ein Highlight. Ich wäre lieber im Rennen vorgestellt worden, aber... Hey, Ari. Hallo. Champion d'Europe 2014 à Zurich, troisième des championnats d'Europe en 2016 à Amsterdam, il est avec nous, même s'il est un peu blessé en ce moment, Karim Hussein.
Ja, wir sind in der Mixed Zone. Normalerweise kommst du nach dem Rennen rein, geht da vorne. Da ist gerade der Start und dann ist halt auch das Ziel da, 400 Meter. Und dann nochmal gehen wir hier, laufen wir durch die Mixed Zone durch, bei den Journalisten vorbei. Der Lora ist jetzt gerade bei Ihnen, mein Trainer. Vorher war die Athletenpräsentation. Das ist immer cool, gerade in der Schweiz, oder wenn du als Schweizer Athlet vorgestellt wirst. Bei den Sponsoren waren wir immer, bei Dixi und bei UBS. Jetzt gehen wir schnell zu RTS. Jetzt muss ich dann zum 100. Mal erklären, was ist. Dann gehen wir bald wieder auf den Zug. Anfang vom Meeting schauen wir noch. Filmen während dem Meeting darfst du eh nicht. Es ist cooles Wetter, es ist schade. Jetzt nervt es mich wieder. Vorher ist cool gewesen mit den Leuten, die jetzt gesehen, die Sponsoren gesehen. Das lenkt immer ab, das ist immer schön. Aber jetzt vorher ist Konkurrenten gesehen, jetzt ist es auf der Bahn, das Wetter ist mega cool, es ist angenehm, es ist etwas in der Luft, ja, es ist wirklich schade und es ist wie es ist, nächstes Jahr wieder. Jeff, danke vielmals. Ja, merci, dass du gekommen bist. Gut gemacht. Step by cool. Step. Step by step. Wenn du etwas brauchst, sagst du es. Und zwei. Bye. Bye. Ciao. Ja, wir sind schon wieder auf dem Zug zurück. Ich habe nicht einmal viel vom Meeting gesehen, aber ich bin nicht. Einerseits muss ich morgen früh auf, also wir müssen früh einen Zug nehmen, und andererseits. Ich mag es nicht mental jetzt schauen. Die Chauffeurin hat mich gefragt, jetzt bist du wegen einer Stunde auf Lausanne gekommen. Und ja, wegen einer Stunde. Wir sind zu den Partnern gegangen. Dann sind wir noch zum Fernsehen. Ich habe gleich die Atmosphäre ein bisschen mitbekommen. Wir haben Shelby noch kennengelernt. Euch den Trainingsplatz gezeigt hat. Und ja, es ist nicht eine einfache Situation. Oder jetzt ist 20 ab 9 Uhr. 10 Minuten wäre es Rennen. Es ist kein Weltuntergang, dass ich nicht rennen kann. Aber es ist ein extrem schwieriger Moment. Ich bin seit 2 Minuten nicht mehr gerannt. Du siehst die anderen, wie sie einlaufen, wie sie topfit sind. Gut, ich bin auch topfit. Ich muss einfach rennen können. Und ich bin aber bis jetzt noch nicht gerannt und das macht es nicht einfach. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Einblick gehabt, gleich vom Meeting. Vielleicht ist es beim nächsten Mal so, dass ich dann mitrenne und von dort aus vom Innenstadion kann zeigen, wie es dort abgeht und wie dann mein Gefühl ist. Ich bin heute auch nervös, obwohl ich nicht renne. ja, auch diesen Moment braucht es. Es motiviert gleich. Es motiviert, zum stärker zurückkommen und das werde ich. Das nächste Mal sind wir hoffentlich in Berlin. Wenn jemand noch Fragen hat, dann könnt ihr auf diese Nummer anrufen. Patrick hat die glorreiche Idee gehabt, dass ihr Fragen stellen könnt, wenn ihr irgendetwas wissen wollt. Oder was wir das nächste Mal machen sollen. Wenn ihr eine Idee habt, dann sagt es, schreibt es unten in den Kommentaren. Und bin gespannt. In der nächsten Verbindung ist der Bitte nach dem Spiel Fischkrieg und 21.34 Uhr. Vorher ist es nach dem Stammbaum.